Herzlich willkommen zurück bei Sweet Transit hier bei Metalizer. Und diesmal schauen wir uns ein bisschen an, was mit den Zügen so geht oder was nicht geht. Sweet Transit war in der Closed Beta. Aktuell befindet sich das Spiel also weiter in Entwicklung und wird oder soll noch dieses Jahr bei Steam erscheinen. Wir haben uns in den letzten beiden Folgen schon mal angeschaut, wie man Kohle transportiert. Und hier haben wir jetzt zwei Züge, die die Kohle von der Mine nach Hamburg transportieren und schauen uns gerade mal die Signale ein wenig an. Dieser Zug hier wartet jetzt gerade darauf, dass das Gleis frei wird, damit er auch wieder Kohle einladen kann und eben entsprechend auch die Arbeiter abliefern kann. Während der andere Zug jetzt hier die Weiche gewechselt hat und eben entsprechend auf dem anderen Gleis zurückfährt. Und bei der Kohle ist es so, wir sehen halt eben auch, wie viele gerade produziert wird, wo wir sie lagern können und was wir mit ihr denn alles so machen können. Wir können sie natürlich im Warenhaus abliefern oder eben im Rathaus in der Stadt, beziehungsweise in der Stadt selbst. Die hat nämlich ein eigenes Warenhaus. Und jetzt geht es halt darum, dass wir die Kohlemine natürlich auch nochmal mit unserem Warenhaus verbinden. Und als nächstes brauchen wir dann natürlich auch noch ein bisschen Holz. Wir sehen jetzt hier übrigens den Zug, der in Hamburg gerade ankommt. Der lädt jetzt hier erstmal die Passagiere aus und natürlich auch die Kohle, damit in Hamburg eben auch entsprechend Kohle vorhanden ist, wenn dort andere Züge ranfahren. Man kann den Bahnhof noch erweitern, indem wir jetzt hier Kohlelager errichten. Das heißt, dort wird Kohle auch nochmal zwischengespeichert und somit haben wir ein bisschen mehr Lagerkapazitäten. Ja, und wenn wir uns Hamburg anschauen, dann sehen wir auch, was Hamburg gerade benötigt. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserer Kohlemine. Und auch bei der Kohlemine ist es so, dass wir Lagerplätze direkt neben dem Produktionsgebäude brauchen, damit diese dort auch gespeichert werden. Und grundsätzlich gilt natürlich auch, die Grafik ist halt echt schön. Man sieht halt auch wirklich die Menschen, die durch die Stadt laufen, die am Arbeiten sind. Und ja, grundsätzlich ist es, wie ich finde, die passende Grafik für das Spiel. Bei der Kohlemine gehen wir jetzt auch nochmal weiter und ziehen nochmal ein paar weitere Lagergebäude rein, beziehungsweise ein paar weitere Plätze zum Lagern. Und wir sehen jetzt eben auch, was unsere nächste Mission ist. Und zwar sollen wir 400 Arbeiter erreichen. Also unsere Stadt bzw. unsere Städte sollen ein wenig wachsen. Bevor wir das aber machen, errichten wir jetzt erstmal das Sägewerk. Denn ohne Holz können wir natürlich auch keine neuen Häuser bauen. Dementsprechend suchen wir uns jetzt einen schönen Platz, wo wir das Sägewerk platzieren können. Beim Sägewerk ist es auch so, das Sägewerk selbst arbeitet nicht mit den umliegenden Bäumen, sondern wir müssen quasi einen Förster errichten bzw. den Platz definieren, wo denn bitte Holz gefällt werden darf. Und das machen wir ähnlich wie bei Anno. Wir ziehen jetzt hier eben unsere Kacheln und je mehr Kacheln wir haben, desto produktiver oder desto mehr Arbeiter brauchen wir eben auch an der entsprechenden Stelle. Wir sehen es also, je mehr Felder wir ziehen, desto mehr Arbeiter brauchen wir auch entsprechend. Wichtig ist, dass die Felder miteinander verbunden sind und zum einen mit dem Sägewerk und auch eben mit angrenzenden Feldern. Und in diesem Fall brauchen wir jetzt 120 Felder. Und das kann natürlich, wenn man mehr Produktion hat im späteren Verlauf, auch ganz schön ordentlich auf der Karte sich auswirken. Denn ein Sägewerk reicht nämlich meistens nicht. Wir brauchen relativ schnell mehr Produktionsgebäude. Und auch beim Sägewerk ist es so, wir brauchen natürlich Lagerflächen für das gefällte Holz. Jetzt sehen wir auch hier wieder, wir brauchen zum einen Arbeiter und zum anderen muss das Holz auch ins Warenhaus transportiert werden. Denn in Sweet Transit ist es so, dass wir das Holz nicht dorthin liefern, wo wir es brauchen, also zum Beispiel in die Stadt Hamburg, sondern ins Warenhaus. Und von dort aus, vom Warenhaus, können wir das Holz dann zum Beispiel fürs Bauen benutzen oder unsere Städte holen sich dann entsprechend das Holz. Wir ziehen jetzt hier einen Bahnsteig. Auch hier möchte ich wieder zweigleisig arbeiten und habe dementsprechend das Ganze gleich mitgedacht. Dazu brauchen wir natürlich dann wieder die passende Brücke, damit die Leute auch von einem Bahnsteig zum anderen kommen. Und wir errichten gleich nochmal einen Speicher für Kohle. Damit ist die Station am Sägewerk schon mal abgeschlossen. Ich habe dann direkt angefangen, die Gleise zu ziehen. Auch hier wieder altes Prinzip. Ich habe es möglichst simpel gemacht zu Beginn, damit man damit auch gut arbeiten kann. Dann ist mir aufgefallen, naja, wir bräuchten ja vielleicht nochmal so einen kleinen Ausreißer, damit wir auch die Weichen entsprechend platzieren können. Und habe dann hier mit zwei Feldern Abstand gearbeitet. Was dann natürlich auch nicht fehlen darf, sind eben, wie angesprochen, die Weichen. Die habe ich dann hier versucht zu platzieren, so dass man von einem Gleis zum anderen kommt und eben umgekehrt genauso entsprechend mit den
Signalen, damit da auf jeden Fall nichts schief geht. Und so können halt die Züge von A nach B wechseln, beziehungsweise die Gleise wechseln. Und auch da wieder halt das Signal, um zu schauen, ob das entsprechende Gleis frei ist. Und auch hier der Hinweis, nehmt euch Zeit beim Platzieren der Gleise. Also denkt ruhig ein bisschen nach, überlegt ein bisschen, stellt auch gerne nochmal was um, bevor ihr es irgendwie falsch baut und ihr dann merkt so, hups, das geht gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wichtig ist natürlich auch, dass die Züge entsprechend die Gleise sich, oder sich da gegenseitig nicht blockieren. Deswegen setzen wir die Signale so, dass der jeweils nächste Gleisabschnitt frei ist und wir da keine Probleme bekommen. Ja, und kaum sage ich es, schon habe ich es auch selber nochmal gemacht. Ich habe dann einfach nochmal alles abgerissen und neu platziert. So schnell kann es in Sweet Transit eben auch gehen. Diejenigen von euch, die wissen, wie Weichen oder generell Signale funktionieren, werden natürlich jetzt wie immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, alter Metalizer, was hast du denn da schon wieder angestellt? Aber ja, wie gesagt, ich hätte mich nochmal ein bisschen mehr einarbeiten müssen in das Tutorial. Die Gleisstellung, so wie ich sie dann jetzt platziert habe, sah aber gut aus und hat dann auch entsprechend funktioniert. Das war dann so der dritte Anlauf in etwa. Aber am Ende hat es dann doch geklappt und ich war entsprechend zufrieden. Das war dann soweit auch okay. Aber trotzdem, wie gesagt, nehmt euch die Zeit beim Platzieren und guckt, dass die Strecken eben vernünftig funktionieren. Manchmal muss man auch nochmal vielleicht einmal kurz ein bisschen zurücksetzen. Vielleicht nochmal kurz irgendwie eine Runde aufstehen und überlegen, was man da gerade gemacht hat. Vielleicht auch kurz pausieren das Spiel. Es hilft manchmal ungemein, einfach mal kurz vom Schreibtisch oder vom PC aufzustehen, eine Runde um den Stuhl rumzulaufen. Und das bringt einen auf nochmal völlig neue Gedanken und man hat nochmal völlig neue Ideen. Das mache ich persönlich auch sehr häufig. Und ja, dementsprechend hat das dann irgendwie auch geklappt mit weiteren Signalen und Gleisen und Co. Es hat aber unfassbar viel Spaß gemacht. Das muss man auch noch dazu sagen. Und nach weiteren gut 5 Minuten war ich dann irgendwie halbwegs zufrieden und habe angefangen, das Depot mit dem Sägewerk zu verbinden, damit da auch eben entsprechend Züge drauf fahren können. Und wir haben mal unser Ziel gesetzt, dass wir vom Sägewerk aus zum Warenhaus hinkommen. Aber natürlich muss auch irgendwie ein Zug, den wir bauen, zum Depot hinkommen. Sonst macht das ja irgendwie wenig Sinn. Also der Zug muss ja vom Depot wegkommen. Dann habe ich überlegt, so, ja, aber wir müssen natürlich auch Arbeiter ranschaffen. Wie mache ich das denn jetzt am klügsten? Und muss natürlich entsprechend eine Strecke vom Sägewerk hoch nach Hamburg setzen. Dann habe ich erstmal einen Kreis hier gebaut, sodass die Züge halt sich wirklich ja, im Kreis fahren können. Das war so die erste Idee, die ich hatte. Und ich habe ja gedacht, naja gut, vom Depot aus gibt es ja schon die Schiene. Das heißt, die Verbindung ist ja irgendwie halbwegs da. Aber ja, das war dann halt irgendwie so ein Schritt. Und dann habe ich halt hier nochmal mehrere Signale hintereinander platziert. Das geht nämlich auch in Sweet Transit. Da müssen wir einfach die STG-Taste gedrückt halten. Und schon können wir mehrere Signale hintereinander platzieren. Das ist ein ziemlich cooles Komfort-Feature, wie ich persönlich finde. Und ich habe es in der Closed Beta sehr, sehr, sehr gerne genutzt. Ja, dann habe ich natürlich gedacht, so, ja gut, okay, der Kreis ist jetzt mal geschlossen, die Züge können da fahren. Aber wie machen wir das jetzt eigentlich, dass wir zum Sägewerk kommen? Ja, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen oder von den Haaren. Ich kann ja einfach oben den Weg lang ziehen. Warum denn nicht? Spricht ja nichts dagegen. Also habe ich direkt den Weg zum Warenhaus erstmal gesucht. Das war so der nächste Schritt, den ich dann gesetzt habe und habe gesagt, okay, gut, der Zug fährt halt eben los, kann von beiden Gleisen aus Richtung Warenhaus fahren, also zur Strecke zum Warenhaus. Und beim Warenhaus braucht man natürlich auch einen Bahnhof. Und ich habe es dann direkt Warenhaus genannt. Also die Station am Warenhaus habe ich Warenhaus genannt. Und auch hier Nomenklatur, Sägewerk, HH, beziehungsweise HH Sägewerk, dafür, dass das Sägewerk in der Nähe von Hamburg steht. Und dann habe ich halt eben entsprechend die Gleise da hochgezogen. Die entscheidende Frage ist, was bringen uns Gleise, wenn wir keinen Bahnhof haben oder keinen Bahnsteig haben? Dementsprechend habe ich den Bahnsteig zuerst gezogen und habe auch hier wieder mit mehreren Gleisen gearbeitet. Also ich wollte auch gleich wieder 2 Gleise haben, wo der Zug anhalten kann, beziehungsweise wo die Züge reinfahren können. Auch hier wieder wichtig, mit einer Brücke arbeiten, damit beide Gleise entsprechend erreichbar sind. Auch hier wieder ein Kohlelager hinplatzieren, damit unsere Lokomotiven auch Kohle nachtanken können. Das ist halt auch relativ wichtig, weil sonst fahren die einfach nicht mehr, haben die keine Lust. Dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt haben wir hinterm Warenhaus ja auch noch Platz. Aber das Warenhaus ist Dreh- und Angelpunkt unserer Züge in Sweet Transit. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall
für ausreichend Gleise sorgen. Und somit haben wir jetzt statt 2 Gleisen plötzlich 6 Gleise, beziehungsweise eigentlich sogar noch ein 7. Denn wir können nämlich hier nochmal 2 Kopfgleise einrichten. Das ist eine ziemlich charmante Möglichkeit. Das heißt, die Züge können den Bahnsteig direkt anfahren. Und das Wichtige ist, dass der Bahnsteig mit dem Bahnhof verbunden ist. Ja, dann habe ich sogar noch mehr als 6 Gleise. Nämlich ungefähr 7 beziehungsweise sogar 8. Aber erstmal wichtig war mir, dass das Warenhaus mit dem Sägewerk verbunden ist. Und das hat in dem Fall auch gut geklappt. Damit die Züge auch wenden können, wenn sie es müssen, habe ich dem entsprechend einen Kreis eingebaut oder etwas, was so ähnlich aussieht wie ein Kreis, damit die Züge entsprechend auch wieder zurückfahren können. Ja, und der Abschluss ging dann eben direkt weiter. Also die Gleise führten parallel zueinander. Auch hier habe ich wieder versucht, dass wir mindestens eine Kachel Abstand dazwischen haben, damit wir auch entsprechend Weichen platzieren können. Und zum Schluss habe ich natürlich dann auch wieder geguckt, dass das Gleis wieder Richtung Bahnsteig zurückgeht. Ein Signal gesetzt, damit dann nicht versehentlich der Zug einfach so spontan drüber fährt. Dann habe ich nochmal oben am Ende des Bahnhofs oder am Ende des Bahnsteigs auch nochmal ein Signal gesetzt. Und dann konnte ich wieder die Mehrfachsignaltechnik anwenden, sodass wir unseren Abschnitt in mehrere Blöcke unterteilen können. Und wie ich bereits erwähnt habe, das ist ein super, super cooles Komfortfeature in Sweet Transit. Ja, und beim Spielen von Sweet Transit vergeht die Zeit tatsächlich wie im Fluge und dementsprechend sind wir auch mit dieser Folge schon wieder am Ende angelangt. Beim nächsten Mal verbinde ich dann nochmal das Sägewerk mit Hamburg. Ich zeige euch, wie so ein bisschen die Züge fahren und ansonsten könnt ihr auch gerne in die anderen Folgen reinschauen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst gerne ein Like da, schreibt einen kleinen Kommentar, würde ich mich auch sehr drüber freuen und natürlich schreibt auch bitte auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr irgendwie Kritik oder Anregungen habt. Da freue ich mich noch mehr drüber. Naja, wobei noch mehr. Doch, also ich freue mich genauso sehr darüber. Schreibt gerne, wie gesagt, eure Meinung. Und vielleicht kriege ich das hier irgendwann mit den Signalen auch nochmal hin. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.